Das hier ist eine Gravitationsdrehwaage, hier jetzt als Torsionswaage aufgebaut. Diese Drehwaage ist fest auf diesem Brett festgeschraubt und dieses Brett ist fest mit der Wand verbunden, hier im Hörsaal. Das ist wichtig, denn wenn die auf dem Boden stünde, dann würden wir nachher während der Messung ganz viele Vibrationen sehen. Diese Gravitationsdrehwaage, die hat 4 Massen und 3 davon können wir hier sehen. Wir sehen zum einen 2 so große Massen und zum anderen hier eine kleine. Was wir nicht sehen, ist, dass auf der anderen Seite von dem Kästchen symmetrisch zu dieser hier eine zweite kleine Masse ist, die ist hinter dieser großen Masse hier versteckt. Die beiden kleinen Massen sind in einem Kästchen, dadurch sind sie gegen Luftzüge geschützt. Diese beiden kleinen Massen sind mit einer Stange verbunden und diese Stange und damit auch die kleinen Massen, die sind an einem Faden aufgehängt, der geht durch dieses Röhrchen und der ist hier oben festgemacht. Das heißt, die beiden kleinen Massen, die können sich drehen. Diese beiden großen Massen, die liegen hier auf so einem Hebel. Dieser Hebel, der ist ebenfalls drehbar. Das heißt, ich kann diese beiden großen Massen nachher in diese Richtung kippen. Allerdings ist der sehr schwergängig. Die werden nachher während der Messung stationär sein, während sich die beiden kleinen Massen nachher während der Messung bewegen werden. Warum ist das so? Im Moment sind diese beiden kleinen Massen verhältnismäßig weit in diese Richtung gedreht. Das liegt daran, dass hier eine große Masse ist und hier ist eine große Masse. Die Massen ziehen sich an. Insbesondere wird diese kleine Masse vor allen Dingen von dieser großen Masse angezogen und andersrum. Und diese kleine Masse hier hinten von dieser großen Masse, da die ja nah beieinander sind. Das heißt, die beiden kleinen Massen, die sind jetzt verhältnismäßig weit in diese Richtung gedreht. Das System befindet sich aber im Gleichgewicht. Im Moment bewegt sich nichts. Wenn ich jetzt diese beiden großen Massen in diese Richtung kippe, dann wird auf einmal diese kleine Masse stärker von dieser großen Masse hier angezogen, die sich dann ja hier befindet, und diese kleine Masse hier rechts stärker von der großen Kugel hier hinten. Das heißt, dieses System hier aus diesen beiden Massen wird sich in diese Richtung drehen. Insbesondere wird sich das nicht nur einmal so hindrehen, sondern da das an einem Faden aufgehängt ist, der wird ja verdrillt, werden wir dann eine Torsionsschwingung beobachten. Damit wir die beobachten können, haben wir hier hinten einen Laserpointer. Der wirft sein Laserlicht hier auf den Spiegel und dieser Spiegel ist an diesem Faden festgemacht. Das heißt, wenn sich der Faden bzw. dieses System hier mit den kleinen Kugeln dreht, dann dreht sich auch der Spiegel. Der Spiegel wirft jetzt dieses Laserlicht da hinten in 15, 20 Meter Entfernung an die Tafel. Das heißt, hier links unten im Bild, da sehen wir so einen grünen Spot. Das ist die Reflexion von diesem Laserlicht. Das heißt, ich werde jetzt gleich diese beiden Kugeln so rüberkippen und dann werden wir da hinten an der Wand eine Torsionsschwingung beobachten, weil wenn das sich hier dreht, dreht sich der Spiegel und damit bewegt sich der Laserpunkt da hinten an der Wand nach links und rechts. Wenn die Torsionsschwingung abgeklungen ist, dann sieht man, dass der Laserpunkt sich jetzt an einer anderen Stelle befindet als zum Beginn der Messung. Das heißt, die kleinen Massen haben sich gedreht. Das System befindet sich jetzt in einer neuen Gleichgewichtslage. Das hier sind die Messdaten, abgelesen aus dem Video. Aufgetragen ist die Auslenkung des Laserpunktes über der Zeit.
Wir sehen hier, dass es sich dabei um eine gedämpfte Schwingung handelt. Wir können die Messdaten mit einer entsprechenden Funktion anfitten, das ergibt uns dann diese hellblaue Linie. Aus dem FIT erhalten wir die Periodendauer dieser gedämpften Schwingung und die Auslenkung des Laserpunktes am Ende der Schwingung. Ohne jetzt auf die Herleitung der Formel zum Ergebnis einzugehen, die kann man der Anleitung des Herstellers entnehmen, das Ergebnis, das wir hier rausbekommen, ist 6,42 plus minus 0,33 mal 10 hoch minus 11 Meter hoch 3 durch Kilogramm und durch Sekunde zum Quadrat. Im Vergleich dazu, der Literaturwert ist 6,67 mal 10 hoch minus 11 Meter hoch 3 pro Kilogramm und pro Sekunde zum Quadrat. Die beiden Werte decken sich im Rahmen unserer Messgenauigkeit. Der kritische Punkt, das musste ich feststellen, ist das Bestimmen des Abstandes der großen und der kleinen Kugel am Ende der Schwingung.